Hallo, ich bin Anna. Ich zeige euch heute, wie ihr euch mit dem Medsan-Speicheltest selbst auf das Coronavirus testen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, sind vier Dinge. Zuerst ein Schluck Wasser zum Mund ausspülen. Als zweites einen Tupfer. Als drittes ein Röhrchen mit Testlösung. Und als letztes den versiegelten Teststreifen. Als erstes nehmt ihr euch euer Wasserglas und spült euren Mund einmal kräftig aus. Sammelt als nächstes genügend Speichel in eurem Mund. Jetzt öffnet ihr euren Tupfer, nehmt die zwei Laschen und zieht es einfach einmal nach unten. Aber nicht ganz, der darf noch nicht rausgucken. Jetzt nehmt ihr den Tupfer aus der Verpackung und geht damit auf die Zunge, wo ihr den Speichel vorher gesammelt habt. Nachdem ihr den Tupfer in eurem Speichel gedreht habt, dreht ihr das kleine Probenröhrchen auf dem großen Deckel auf und steckt den Tupfer in die Lösung nach unten. Jetzt knickt ihr den Stiel des Tupfers ab. Jetzt dreht ihr das Probenröhrchen wieder zu und lasst das Ganze eine Minute lang stehen. In der Zwischenzeit nehmt ihr euch den versiegelten Teststreifen und reißt ihn auf. Dann legt ihr ihn vorsichtig vor euch auf den Tisch. Nach einer Minute Wartezeit dreht ihr den unteren Teil des Röhrchens auf und tropft vorsichtig zwei Tropfen auf die dafür vorgesehene Kuhle am unteren Rand des Testes. Nachdem ihr die zwei Tropfen aufgetragen habt, müsst ihr jetzt 15 Minuten warten, bis ihr den Test ablesen könnt. So einfach und schnell geht das. Nach 15 Minuten haben wir ein Ergebnis. Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt.